Ironman 2023 in Hamburg. Guten Tag. Es geht jetzt zum Anschwimmen. Anschwimmen. So wie zum Vorglühen, wenn man trinkt. Nur ich schwimme halt. Und trinke nicht das Wasser aus der Alster, weil das nicht so schön ist. Aber es ist Tradition. Deswegen machen wir das. Haben wir es letztes Jahr gemacht. Hat gut geklappt. Dieses Jahr wieder. Es sind, glaube ich, nur 500 Meter. Also ganz entspannt. Du da? Die Brücke? Da wird sich geboxt morgen. Bin bereit. So, Anschwimmen erledigt. Es war kalt. Kalt war es, das Wasser. Aber lief gut. Also, was waren das jetzt? 600 Meter. Ganz entspannt. Relativ schnell sogar. Also von daher, kann losgehen morgen. Ein Tag vor dem Ironman. Ein paar Stunden sozusagen nur noch vor dem Ironman. Ich habe mich fertig gemacht. Ich habe alle möglichen Sachen vorbereitet. Meine Beutel. Einmal natürlich für das Fahrradfahren, wenn ich wechsle. Und auch für das Radfahren, was packe ich da alles rein? Ich habe von der Versorgung her mir das so gedacht, dass ich ungefähr alle halbe Stunde ein Energy Gel nehme. Oder ich habe noch einen Flapjack dabei und ich habe dazu noch ein Oat Bar dabei gehabt. Das auch alles 30 Minuten im Abstand. Zusätzlich trinke ich danach immer noch. Dann habe ich, glaube ich, eine ganz gute Range von Kohlenhydraten, die ich immer wieder zu mir nehmen kann. Und bin gut versorgt für den gesamten Wettkampf. Zusätzlich Elektrolyte. Man weiß ja nie, was da passiert. Es ist warm, man schwitzt viel, dass man da auch gut versorgt ist. Und dann habe ich tatsächlich noch eine andere Sache gemacht. Ich habe mir noch einen Booster eingepackt. Den wollte ich zünden, 20 Kilometer zum Ende, einfach um nochmal einen ordentlichen Koffeinboost zu bekommen und nicht am Ende so müde zu sein. Deswegen kam das natürlich auch bei mir mit in mein Bag rein. Diese Bombe wird gezündet. Gesundheit. Diese Bombe wird gezündet nach 20 Kilometern am Lauf. Dann so. Speed kommt an. Okay. Boah, du bist so schnell. Die Brille macht schnelle Beine. But you look like a really Terminator. You look like you're from. Komm hier. The Terminator. The one shows up. Like this. These glasses. Did you have such glasses before you meet the Evelina? No. So, und letztes Mal haben wir nämlich einen Fehler gemacht. Da habe ich. Da war das Ding immer davor. Ja. Yeah. Auf dem Fahrrad. Man hat das nicht gesehen. So, und dieses Mal. Mache ich es aber so rum. Does it turn green? Ja. Dann ging es los. Fahrrad habe ich mal vorbereitet. Ich habe alles kontrolliert. Ich habe geguckt, dass alles passt. Meine Reifen sind in Ordnung. Meine Kette ist in Ordnung. Alle Schrauben sind nochmal nachgezogen worden. Dann habe ich das Fahrrad abgegeben einen Tag vorher in der Transition Zone. Also ich glaube, das öffnet immer um so gegen 14 Uhr. Wir waren 17 Uhr ungefähr da, haben das Fahrrad abgegeben. Sobald du das Fahrrad eincheckst, mache ich immer ein Foto noch, ganz genau. Das gucke ich mir dann immer noch mal morgens an, damit ich weiß,
ungefähr, das ist ein markanter Punkt. Da, wenn ich komplett fertig aus dem Schwimmen rauskomme, kann ich direkt dahin laufen. Da sehe ich das und weiß dann, wo das Fahrrad steht. Wenn du das Fahrrad abgegeben hast, gehst du raus und bekommst deinen GPS-Tracker. Also die Fußfessel sozusagen am Bein. Einfach das GPS wird dann natürlich immer getrackt über die ganze Strecke, wo du langläufst. Du hast bestimmte Checkpoints und wenn du die passierst, dann weiß man auch in der Ironman Tracker App zum Beispiel, dass du das erreicht hast. Manchmal ist es ein bisschen zeitverzögert, muss man natürlich sagen, für die Leute, die das immer tracken, aber immerhin weiß man dann ungefähr, was man schon alles erreicht hat. Also die anderen, die dann damit zugucken oder mitfiebern. Dann war es 4 Uhr morgens. Ich bin tatsächlich um 3.50 Uhr schon ungefähr aufgewacht. Konnte dann nicht mehr richtig schlafen, weil ich war einfach aufgeregt. An dem Tag ist man immer irgendwie aufgeregt, auch wenn man da jetzt nicht besonders gut schläft. Du hast die Tage davor gut geschlafen und das müsste eigentlich ganz gut. Und dann ging es los zum Schwimmen. Dann haben wir unsere Sachen gepackt, habe ich gewartet, bis es losgeht. Der Startschuss fällt, erst starten einmal die Pros und dann habe ich mich eingereiht bei 1,15 bis 1,25, glaube ich. Ja, da habe ich mich eingereiht und dann ging es los mit dem Schwimmen. Wo? Füße, Beine? Alles. Überall. In der Oberschenkel. Ciao. Ich so Junge. Hier, Junge. Noch gucken, Sponsor. Come on. Ich sag euch eins. Das ist das Schlimmste, was ich jemals gemacht habe. Ich habe noch nie so dolle Schmerzen gehabt. In irgendetwas. Sag ich euch jetzt so, wie es ist. Das ist so geil. Ich konnte beim Fahrradfahren immer mal wieder gut dehnen. Das war ganz okay. Also da konnte ich das ganz gut kompensieren, weil in der Hüfte hat das dann irgendwann nachgelassen. Aber die Oberschenkel waren trotzdem noch dicht und irgendwann kamen die Waden auch dazu. Ich habe einfach gesagt, komm, du ziehst jetzt weiter durch. Du hast gut trainiert, du hast ein gutes Tempo. Du kannst nicht aufgeben, es geht nicht. Du musst dich da jetzt durchquälen und den Marathon schaffst du auch noch. Und ich habe eigentlich mit jedem 10 Kilometer Abschnitt vom Fahrradfahren immer wieder gedacht, meine Güte, wann hört das auf mit diesen Krämpfen, dass das einfach weniger wird. Irgendwann bei Kilometer, ich glaube es waren 60, 70, es war sehr eng auf der Radstrecke, es sind sehr viele Motorräder unterwegs gewesen. Leider ist ein Motorradfahrer mit einem Radfahrer kollidiert, frontal. Und der Motorradfahrer war sofort tot. Das haben wir natürlich während des Wettkampfs nicht unbedingt direkt mitbekommen. Aber man hat natürlich schon gesehen, dass da nicht alles in Ordnung war. Die Fahrräder, also wenn man abgestiegen ist vom Fahrrad, hat man das hochgenommen, hat es über den Deich getragen. Du konntest aber links natürlich auf die Unglücksstelle schauen und hast auch gesehen, was da abging. Und das war schon irgendwie komisch. Also es hat einem ein sehr, sehr komisches Gefühl gegeben, in dem Moment, wo du selber mit dir kämpfst, zu sehen, dass da gerade jemand um sein Leben kämpft oder so, das hat einem ein sehr, sehr komisches Gefühl gegeben. Als dann die Unfallstelle sozusagen
überwunden wurde, habe ich mich wieder aufs Fahrrad geschwungen, bin einfach weitergefahren erstmal. Natürlich denkt man darüber nach, so, hey, was ist denn da passiert jetzt? Oder irgendwie, die Gedanken sind dann erstmal da. Aber es ging ja trotzdem weiter. Viele haben sich auf dem Fahrrad noch unterhalten und haben gedacht, okay, wird das jetzt abgebrochen oder eben nicht? Aber davon habe ich mich jetzt nicht beirren lassen. Man wusste ja nicht, was da passiert. Wenn es abgebrochen geworden wäre, wäre das okay gewesen, meiner Meinung nach. Das wäre vollkommen in Ordnung gewesen, wenn man jetzt das Ausmaß am Ende betrachtet hat, was da wirklich passiert ist. Und deswegen muss ich wirklich auch mein Beileid aussprechen für die Familie da, die da den Menschen verloren hat. Und ich hoffe, dass einfach in Zukunft da noch viel, viel mehr Vorsichtsmaßnahmen mit eingebracht werden, Sicherheitsvorkehrungen, dass sowas einfach nicht mehr passieren kann. Komm on, Alex! Wir bringen das Ding nach Hause. Die Beine waren komplett dicht. Ich hatte Einschnitte, wenn ihr mal wisst, was ein Krampf ist, ich meine, das kennt ihr ja, Einschnitte in der Muskulatur, das ist richtig gesehen, wie diese Muskulatur arbeitet. Und das ist wie, als wenn dich jemand festhält die ganze Zeit. Und das war einfach eine Qual. Das heißt, ich habe mich eigentlich von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation gekämpft, habe immer wieder kaltes Wasser genommen, habe das auf die Waden gekippt oder auf den Oberschenkel, einfach mit der Hoffnung, dass es, wenn es gekühlt ist, irgendwie sich abreagiert und ich das irgendwie über die Ziellinie schaffe. Dann kam Kilometer 16 und das war so mit das Schlimmste, glaube ich, was ich bisher erlebt habe von Schmerzen, was man bekommen kann. Auf einmal habe ich Stiche bekommen in der Leiste und Krampf, also das sind Krämpfe gewesen, die sich in die Leiste reingezogen habe. Ich hatte noch nie einen Leistenbruch, aber wenn mich jemand fragen würde, wie fühlt sich das an, dann würde ich sagen, genau so. Auch dann musste ich stehen bleiben, habe mich fast übergeben vor Schmerzen. Und ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, ich leide oder sonst irgendwas, sondern ich bin eigentlich ein harter Hund, der immer gut durchzieht. Aber das war wirklich das absolute Maximum, was ein Mensch aushalten kann, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, ich bin ein Dickkopf und ich weiß ganz genau, und ich habe mir immer gedacht, egal was passiert, ich werde definitiv das Ding irgendwie finishen. Die Zeit ist mir jetzt komplett egal, ich werde das Ding aber finishen. Zur Verpflegungsstation gegangen, auch da Wasser drauf gekippt und irgendwie, ich weiß nicht mehr wie, die Zeit ist dann verflogen tatsächlich. Es waren einfach nur Krämpfe, es war Kämpfen, es war hart, aber ich habe es irgendwie ins Ziel geschafft. Ich habe es absolut nicht genossen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich war super, super happy, dass ich trotz dieser Schmerzen nicht abgebrochen habe. Ich wünsche das keinem, dass man sowas miterlebt. Aber ich glaube, dass du sehr, sehr stark aus so welchen Geschichten wieder rausgehst, weil du einfach super viel Kraft tankst. Und ich denke mir jetzt eigentlich so, einfach um nochmal positiv aus dieser ganzen Sache rauszugehen. Ich bin ein positiver Mensch. Wenn ich das irgendwie geschafft habe, ja, was soll denn dann noch kommen?